Hallo, ihr Gwirlinge. Onol Minavi Renaixi de Sade ist auf seiner Lieblingskarte, der Karte Gwenwar, die großen Bäume. Was habe ich damals hier den Weg in das Gebiet gesucht? Und irgendwie gab es den gar nicht, weil man hier nicht durchkam. Jetzt müssen wir aber hier oben hin. Hier ist ein verdorbener Nadaik Menaimen. Menaimen Nadaik, das ist, glaube ich, dieser Geflügelte. Hm, glaub schon. Und bevor wir uns den mal angucken und ihn am Brüten hindern, ein bisschen Philosophie. Also, ich als Spieler glaube, dass Konstantin tatsächlich durch die Bindung an die Insel Terfrade und die Möglichkeit, dann aus dieser Verbindung irgendwie Kraft zu saugen, sukzessive korrumpiert wird und eher hinter diesen ganzen, ja, korrumpierten Tieren und diesen, wie nennt sich das, verdorbenen Nadaik Menaimen steckt. Als Spieler glaube ich das. Er hier aber, Heldilein, das ist ein Rollenspiel-Let's Play, der weiß das noch nicht. Konstantin ist sein einziger letzter Verwandter. Vater nie gekannt. Mutter wahrscheinlich tot. Geschwister gibt's nicht. Andere nahestehende Personen gibt's nicht. Es gibt nur Konstantin. Ein Freund aus Kindertagen. Und natürlich auch noch der, ja, Cousin. Wenn auch nicht genetisch, aber dann zumindest, ja, familiär irgendwie. Ja, und er wird so lange nicht an Konstantin zweifeln, bis es wirklich Beweise gibt. Oder zumindest harte Indizien. Ja, das soll ich nochmal erzählt haben. Dass wir hier so ein Auseinanderklaffen zwischen Meinung des Spielers und Meinung der Figur haben. Und jetzt gucken wir mal da oben. Zu diesem Überscavenger. Da ist er. Ei, der hat mich schon gesehen. Ich habe in der Woche nicht gespielt. Wie geht denn das? Der kann fliegen. Ich kann fliegen. Wogegen war denn der überhaupt? Ich weiß es doch nicht mehr. Rüstungssalbe, das soll ich ihm nicht drauf werfen. Giftbombenwurf. Au! Der hat mich gesehen! Der hat mich gesehen! Und der pickt nach mir! Ja, Dicey! Hör mit's gut! Oh! Steh auf, Hase! Steh auf! Wir brauchen einen Trank! Wiederbelebungspulver brauchen wir noch nicht. Siora und Kutik jetzt auch nicht so gut. Gut. Wir brauchen einen Großheit-Trank. Jetzt. Ja, das ist gut. Oh, ich bin im Fokus. Ja, ich weiß, ich wollte mich gerade um meinen Armor kümmern und dann war dieser Gockel schon wieder hinter mir. Ja. Ja, move away. Ja, ich glaube, dass ich das mache. Glaubst du, ich bleib da stehen oder was? Ja. Aber sein Dings ist auch kaputt. Hat das jetzt eigentlich irgendwas gebracht mit diesem, weiß ich nicht, Magiefalle? Wieso eigentlich Falle? Ja, danke, Siora, wenn ich dich nicht hätte. Ah, wir kriegen den. Ist gar kein Problem. Ich muss mich nur ein bisschen daran erinnern, was man hier eigentlich machen kann. Ah, jetzt kann sich Kurtin nicht mehr bewegen. Ach nee, das war ja eine Stasisfalle, richtig. Nee, Magiefalle hat nichts gebracht. Elementarbombenwurf. Bringt nicht wirklich viel, oder? Bringt ein bisschen Zorn. Tja. Mach mal eine Stasis-Beschichtung. Und versuch mal dein Glück. Falsch. Weg. So. Okay, ich kann ihn da ein bisschen betäuben. Oh, der ist jetzt aber echt böse auf mich. Move away. Things are about to get dicey. Nein, falsche Taste. Ey, ja, ich weiß es doch. Was glaubst du, was ich hier tue? Großer Heiltrank, jetzt. Regnestiri, ja. Du hast leicht reden. Rüstungssalbe. Salb dir einen. Die letzte Ölung. Ja. Immer wenn ich da hingehe, sagt er, move away. Aha. Oh ja, gut. Ich kann auch hier stehen bleiben.
Jetzt wisst ihr genau, warum ich niemals Dark Souls spielen werde. Niemals werde ich das spielen. Niemals werde ich das spielen. Geh doch da mal weg. Mensch, ich drück doch schon die Tasten die ganze Zeit. Was macht denn die Maus hier gerade? Jetzt hau dir doch mal aus den Federn. Oh. It was this creature who was leading the animals. It looks like a guardian. But its skin is strange, covered with ulcers, as if it were sick. That could explain its change in behavior, but not the intelligence with which these attacks were led. Ja. So, jetzt brauchen wir eine Spielpause. Eieiei, Erinnerungsteil, das ist zum Level, also Skilltree zurücksetzen. Vergessener, stattlicher Alsat Säbel und Obsidian. Ja, alles nehmen. Wir streichen den Verlauf dieses Kampfes aus dem Protokoll und aus dem Gedächtnis. Und stellen fest, wir müssen informiere die Gouverneurin in San Mateus über diesen Flattermann und in Hikmet gibt es genauso Probleme. Mhm. Ja. Hier ist noch irgendwie so Fallenrestzeugs. Hier habe ich eine Falle gestellt. Warum auch immer. Ah, die lag da schon. Die ist nicht von mir. Die hat das Huhn mitgebracht. Ich habe doch da niemals eine Falle gestellt. Das kann doch nicht passieren, dass ich statt eine Falle zu werfen eine stelle. Nein, das ist ja definitiv überhaupt nicht, ne, im Bereich des Möglichen. So. Ich habe jetzt relativ viel geschossen in letzter Zeit und relativ wenig Zeug gefunden. Zumindest vom Gefühl her. Wie viel haben wir denn noch? Ja, nur noch 167 Schuss. Das geht aber immer noch. Trotzdem würde ich mal überlegen, ob wir nicht mal was bauen können. Hier. Was brauchen wir denn für einen Nebeltrank? Ja, ja. Was macht denn der eigentlich? Schleichen für lange Zeit. Mhm. Ja, könnte man eigentlich mal benutzen, wenn man irgendwo anschleichen will. Ja, ja. Schön, dass ich es merke. Großer Resistenztrank. Aha. Dafür braucht man Galle. Interessant. Galle macht resistent. Munition. Ich suche eigentlich. Rüstungsalbe habe ich nicht wirklich viel. Mach da mal 10. Und ich bräuchte möglicherweise. Ich bräuchte möglicherweise Fallen. Wo sind die? Hier. Elementare Fallen. Wissenschaftslevel 2. Das habe ich jetzt nicht, oder was? Ist nicht der Ernst. Oder kann ich hier nicht... Ach, Wissenschafts... Da muss ich dieses andere Röckchen anziehen. Das hat nicht mit nichts mit Handwerkerfertigkeit zu tun, sondern mit dem da... Also Kurti hilft ja über die Schulter beim Basteln von Rüstungen und Zeugs, aber bei Fallen, da hat er keine Ahnung von. So, da muss ich schon den Laborkittel anziehen. Mach mal 9 hiervon. So. Jetzt nicht dran vergessen, nicht dran vergessen, den Kittel auszuziehen. Ja, und wir gehen zurück nach Cornelias Spitze. San Mateus. Reisen. Kuh. Das ist Ades Wohnsitz. Jetzt. Ha, was für eine Episode. Ich check mal gerade meinen Lieblingshändler auf neue, schöne Sachen. Und da ist er wieder. Ich habe nichts gefunden beim Händler, habe aber die Ausrüstung von Ciora ein bisschen aufgewertet. Da waren bisher gar keine Slots belegt bei Handschuhen und Stiefeln. Und bei ihrer Waffe waren die beiden Slots auf blauer Qualität belegt. Da hat sie jetzt ein bisschen was Besseres. Das ist jetzt alles lila belegt und auch bei der Waffe. Und das macht ein bisschen was aus, aber nicht so wahnsinnig viel. Aber immerhin. Ciora ist jetzt so gut gerüstet wie eh und je. Oder auch nicht wie nie zuvor. Nicht wie eh und je. Das Gegenteil. Wie nie zuvor. Und wir gehen... Bevor ich mich noch weiter verhasple, zu unserer guten Freundin
Weißt du doch gleich, Cornelia. Ach so. Hieß es nicht mal, wenn wir eine Affäre mit ihr haben wollen, müssen wir mit ihr sprechen, wenn wir zu Hause sind? Ist die Botschaft zu Hause? Speichern. Kann auch sein, dass zu Hause bedeutet Neuserin. Wir gucken mal. Karanz, do you need something? Nee, das ist wohl... I must leave you. Ja, ja. See you later. Ja. Und mit Cordy läuft ja nichts, das wissen wir ja. Green blood, my friend. Do you need something? Das ist so stumpf und so toll. Ei. I must leave you. Wir gehen mal alle durch, ob irgendwer noch was zu erzählen hat. Wer weiß. Afra? Sprich. Desarde, I'm happy to see you. Ah. Can I do anything for you? Oh. What did you think about that moment next to the campfire with the elders of Vigigador? It was strange and a bit frustrating, to be honest. What about you? How did you feel? Sie ist eine Wissenschaftlerin, wir sagen mal das hier. Ihr sagen, dass du den Augenblick als geheimnisvoll und dennoch aufschlussreich empfunden hast. It was peculiar and mysterious. It was as if we were observing a game without fully knowing the rules. However, it seems to me that we learned a few things, being with them at that moment. This is true. In my opinion, knowledge should be shared. That's why I'm so impatient when it comes to secrets. But your attitude is wiser. I will ponder the question. You've given me a lot to think about. Anything else? Oh! Herzchen, ich sehe Herzchen. Sie fragen, ob sie die Exkursion in die Höhle mochte. How did you feel when we visited the cave? Astonishment, I think. I felt as if I had reached my goal, as if I was finding a long-lost treasure. It was strangely moving, I think. What about you? Soll man da jetzt in die Offensive gehen oder nicht? Ihr sagen, dass du glücklich darüber warst, bei ihr zu sein. Ihr sagen, dass du lieber mit ihr allein gewesen wärst. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu heftig. Für den Moment. Das Gefühl, dass viel gelernt zu haben. Ja, das habe ich ja bei der letzten Auswahl schon so gespielt, diese Karte. Ach komm. It was a moving moment indeed. And I was happy to be able to share it with you. I am also happy I have found someone to share these discoveries with. When I'm with you, I feel as if I'm learning differently. Feeling new things. And I'm very grateful to you for that. Anything else? Ach, man kann jetzt hier noch weitere Dinge fragen. Ob sie Mitschüler hatte. Did you have any fellow students? Of course. We were but a small group working with Dr. Vasili, but we were encouraged not to get too close to each other. It was more of a competition. Why? What's on your mind? Ja, misstrauisch. Hat sie ihr Wissen mit anderen geteilt? Did you not share your knowledge with the others? Not really. And to be honest, I don't even know if they would have listened to me back then. You would not believe how much competition there is in the universities of Al-Sard. I think it's a pity. It seems to me that ideas progress faster when they're shared. That is true, but I did not know it back then. I only discovered it thanks to you. Anything else? Sie fragen, was sie über die Bindung zwischen den Jugendlichen denkt. What do you think of the love that unites those young people? It really seems as if they share something special. It's true. I don't think I've ever stumbled upon two people that were so close to one another. On the continent, where everything is political, it only happens in fairy tales. But here... Sie fragen, ob sie jemals daran geglaubt hat, jemandem einmal so nahe zu stehen. Do you ever think that you could become that close to someone? To be honest, no. Not before I saw this young couple. What about now? I do not like to lose myself in vain reveries.
But for some time now, I've begun to think that such sharing of ideas and feelings is in fact possible. Anything else? Wie sie so schüchtern verschämt zur Seite schaut. Oh, jetzt habe ich keine Herzchen mehr. Schade. Hatten wir das hier oben schon mal? Do you think that attending this ceremony has changed your world vision? Yes, obviously. Before it, I was so focused on my own knowledge. This ritual made me understand the power of sharing, of emotions and of the bonds between people. This new vision gives me new perspectives. A whole new life is ahead of me. Mhm. Ihr sagen, dass wissenschaftliche Analysen nicht alle an, aber... Ah, ist schwer aus dem Bauch heraus, das hier. Ihr sagen, dass Wissen in verschiedenen Formen kommt. Knowledge comes in many forms, and sometimes it can't be found in books. That is true. An experience can transform us and make us grow more than reading a book. I love exploring science and nature, but in the end, I only saw it as a way to find content for my books. And yet, the nature of the things you and I have shared seems impossible to describe. You'd have to have experienced it. And I'm glad I've experienced it with you. Anything else? Dieses anything else, das holt mich immer sofort auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist so richtig ernüchternd. Irgendwie... Haben wir das ja schon mal gesagt? Ihre Jahre des Studiums mit Asili? Tell me about your studies with Dr. Asili. He was not always mad, you know. He was a renowned doctor back in Al-Sard. His unusual methods saved many lives, and I was very proud to be amongst his students. He taught me a lot. He was a great teacher. He was strict and severe, but he always pushed us to do our best. It's only when I joined him on the island that I understood that there was something wrong. He seemed changed and completely obsessed with the Malachor. You know it killed his wife and two children. He was so shaken by that, he no longer showed any restraint in his research. Such a waste. For the natives he massacred as well as for science. Mm-hmm. I'm under the impression that you've not learned as many things as you wanted by observing Dunkus's clan. That's true. I hope to discover the physical or alchemical mechanism behind their metamorphosis. But instead, I don't know. I think I now understand the bond that unites their people to this land, the links that connect them and the power of their culture. It's unexpected. I wonder if this couldn't become another subject for study. The study of people, their customs and beliefs. If I said that in Al-Sard, people would think I've gone mad, but here, everything is possible, right? Learning about the natives would allow us to stop being afraid of them and to see them like fellow humans at last. Hm. Okay, ich glaube, die anderen Sachen hatten wir schon. Ja, hier geht es nicht weiter. I must leave you. Ich glaube, ich habe es versaut mit ihr, oder? Ich weiß noch nicht, wie genau, aber... So, Petrus ist, glaube ich... also, nein, man kann ihn nicht anflirten, aber wir sprechen mal mit ihm. My dear child, what can I do for you? Das ist dieses alte Geschichte, die hatten wir, glaube ich, schon. Ja. I'll see you later, Father. Take care, my child. Bleibt noch Vasco. Lange nicht gesprochen. Ich rebbel dich gleich gegen die Tapete hier. Glad to see you, my friend. Can I do anything for you? Diese Stimme ist auch irgendwie geil, oder? Aber kein Vergleich zu, wie heißt er, Petrus? Wie er Naute wurde. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gefragt. Das war die Geschichte, wo er irgendwie... weiß nicht. I must leave you. Ja, ja. Okay, also romanzenmäßig geht's irgendwie allenfalls noch mit Ciora weiter, aber dann wohl nicht hier. Vielleicht muss man auch mit denjenigen mehr Zeit verbringen in der Gruppe, aber ich meine, mit Afra haben wir ja wenig Zeit verbracht, da hatten wir gerade diese Herzchenoptionen, was ich bei anderen noch nie gesehen habe. Andererseits wüsste ich auch nicht, wie man mit Vasco, mit Afra oder mit Ciora jetzt noch weitere Punkte sammeln sollte. Außer vielleicht im Gespräch, wenn sich das dann halt entwickelt, so wie bei Afra.
Naja. Wir gehen mal zu Cornelia. Vielleicht kann man die auch anflirten. Das wäre was, oder? Mit Cornelia. Mutter Kardinalin ihres Zeichens. Naja. Die Spielwiese unten in ihrem Keller ist groß genug für die ein oder andere fröhliche Messe. Ja. Ja, ich sollte das Thema wechseln, oder? Ja, das sollte ich ganz dringend. Aber sie wird sich freuen, dass zumindest diese eine Gefahr weg ist. Die eine Gefahr für San Mateus. Was mit ihrem heiligen Matthäus-Übervater passiert ist, wissen wir aber auch noch nicht so ganz genau. Dazu hat sich Elfriede mir nicht geäußert. Und wir durften auch nicht fragen. Und wir haben auch nichts gesehen. Conny! Altes Gemäuer, wie geht's denn dir? Your Eminence, I salute you. Sir de Sade, what can I do for you? You are back. I hear there are no more attacks. Once again, your help was a blessing. Did our troops survive? There were some losses, but the outpost is still standing. And it's thanks to them that I was able to follow the creature's trail. The officer sent out a small party, hoping that they would be able to solve the problem. Now that's a resourceful man. Did his initiative bear fruit? His men died, alas. But following their tracks led me to the creature who was leading the animals. It resembled a Nardaig Manaemon, a mountain guardian. But it seemed like it was sick. Its skin was covered in stains and ulcers, and its behavior was different from the other guardians I've met. Where could it have come from? And why did it send all these beasts after us? I don't know, but someone must be behind all this. These attacks are too coordinated and too complex to be the work of some creatures. You are a man of great ingenuity. I have no doubt that you will solve this mystery. At any rate, I am extremely grateful for the help you have given us. You're welcome. Anything else? Informiere San Mateus, Queste gemacht, Telemio-Ruf gestiegen, 550 Goldmünzen. I must leave you. Naturally, Your Excellency. Ja. Natürlich. So, wir haben jetzt keine weitere Queste. Wir haben noch diese Geschichte mit Professor Serafeddin. Da fehlen uns noch 1, 2, 3 Notizen. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Habe ich vielleicht verpasst. Angriff auf Hikmet. Das gleiche Spiel wie bei San Mateus. Und Mission hat man schon eine ganze Weile lang nicht mehr. Gut. Wie ist unser Ruf jetzt eigentlich? Wo war denn das? Das war hier beim Charakter. Telemi freundlich. Ich glaube, freundlich ist der höchste Ruf, den man haben kann. Nur die Brückenallianz findet uns bisher lediglich nett, weil da gab es ja ein paar Rufeinbußen immer mal wieder. Wegen Azidi und Co. Übrigens, Azidi. Dr. Jelly hat in seiner unnachahmlich liebenswürdigen Art mich in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass wenn man Dr. Azidi verschont hätte, so vor 2 gefühlten Episoden, dass man dann noch weitere Quests bekommen hätte, um aufzudecken, was denn jetzt alles hinter dieser ganzen Azidi-Geschichte steckt. Und ja, als Spieler hätte ich das sehr interessant gefunden. Aber erstens, ich habe es nicht gewusst, dass es diese Questen dann gibt. Ist ja ein blindes Let's Play. Ich habe keine Ahnung, was hinter der nächsten Ecke lauert. Ich kann nur durch aufmerksames Spiel, durch den ein oder anderen Kommentartipp mich auf irgendwie was gedanklich vorbereiten. Aber wirklich wissen tue ich es nicht. Und andererseits war es ja in dem Moment eine rollenspielerische Entscheidung. Der Azidi, ich habe es ja damals kurz begründet, hatte so viele Eingeborene massakriert und auch Nauten, dass er das auf keinen Fall weitermachen sollte. Also es ging ihm hier, dem Blauauge, vor allen Dingen darum, die entsprechenden zukünftigen Opferzahlen zu reduzieren, und zwar auf 0. Und er ist außerdem Gesandter und Botschafter und Politiker genug, um zu wissen, dass ein Azidi sich irgendwie rausgeredet hätte. So, wir gehen mal Richtung Hikmet. Zu Burhan. Dem Knurhan. Und deswegen dachte er, nein, das muss jetzt und hier ein Ende finden. Denn er identifiziert sich hier mehr und mehr mit den Eingeborenen. Ihren Bräuchen, ihren Riten, ihrer Kultur, ihrer Geschichte. Na, Kurti? Schick siehst du aus da oben.
Die roten Hosen. Ach ja. Ach so, warte mal. Können wir mit der Burhan? Da können wir hin. Ja, Kurti. Ja, es geht. Und insofern war das eine Entscheidung aus dem Moment heraus, aber auch aus guten Gründen für ihn hier, so wie ich ihn spiele. Und ich hätte es, glaube ich, auch nicht anders gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass da weitere Questen kommen. Und im Nachhinein, wir haben ja die Beweise dafür gefunden, dass Konstantin von Azidi mit dem Malekor vergiftet worden ist, indirekt, hat er ja auch überhaupt keine Gewissensbisse deswegen, im Nachhinein, ihn nicht vor Gericht gezerrt zu haben. Wenngleich es natürlich interessant gewesen wäre, die ganzen Verwicklungen von Azidi und Burhan aufzudecken, die es da wohl gegeben hätte. Aber so ist es nun mal. Man kann in so einem Spiel, wo die Questen dann so verzweigt und vernetzt sind, dann irgendwie auch nicht jedes Quäntchen an Informationen rauspressen. Burhan, steh mal auf, wenn ich mit dir rede. Lord Desade, I've been hoping you would come. Your Excellency, I heard news of the attacks against Hikmet. I am ashamed to once again rely upon your kindness, but our situation is quite desperate, and you have proven such a valuable aid to us in the past. How might I be of service to you? Animals, creatures have been attacking us relentlessly. They throw themselves upon our defenses day and night. They do not even try to avoid our weapons, rushing as if to swamp us in infinite numbers. Our best soldiers fall exhausted from fatigue, the others die shredded by their claws. Please find the origin of these attacks and make them stop. If we cannot hold out, the entire population of Hikmet will be devoured. Sir Mateus has fallen prey to the same tragic fate. The beasts were answering to a type of guardian we have never seen before. A guardian that has since died. Have the attacks subsided here at all? A guardian that has since died. Have the attacks subsided in Hikmet? No, not at all. San Mateus is far from here. The origin of the attacks must be different. I sent a small group of trackers so that they might follow the trail of the creatures. Their last message came from a dangerous area in the hands of natives. The savages are certainly at the root of these evil attacks. Who else could have trained all of these creatures? Could you indicate the zone in question? Alas, no. I didn't get the information. You must meet their officer, who will know how to guide you there. She's leading our troops in the outpost at the entrance to the city. Very well. I shall depart immediately. Be so kind as to keep me informed. This affair is driving me to madness. Would you like to speak with me about any other subjects? Ich möchte erwähnen, dass ich jedes Mal so ein Zucken mit der rechten Faust verspüre, wenn ich jemanden sagen höre, irgendwas Böses passiert. Da können nur die Eingeborenen dahinter stecken. Ah! I have to go. Look forward to seeing you again. Ja, ja, ja. Farewell, my lord. Ja, farewell. Ja, du kannst mich mal. Finde heraus, wohin die Späher gegangen sind. Die Späher. Was ist denn das eigentlich? Ist das Terfra D? Vermutlich. In der Mitte der Vulkan, ja. Könnte sein. Eieiei. Wohin sind die Späher denn gegangen? Wo müssen wir denn hin? Ist das hier irgendwo? Ach, das ist da der Außenposten. Hauptmann Reinhild wieder. Naja. Tempo zu Reinhild! Und ich glaube, Reinhild hat große Probleme. So, Nummer 1. Stasisbombenwurf. Es regnet Stiri. Du kannst aus dem Stand losrollen. Das glaube ich. Ey, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Der rollt um die Kurve. Du rollst nicht mehr, Freundchen. Ja, aber seine auch.
Ja, Kurti, danke. Ein Landhai, ein Verdorbener. Ei, Reinhild, lebst du noch? Der hier lebt nicht mehr. Au. Nee, doch, Reinhild lebt noch. In Teilen zumindest. Ein armes Opfer. Ein verdorbenes Vieh. Und Reinhild ganz alleine? Nein, sie hat noch ein paar an ihrer Seite, aber nicht mehr viele. You managed to make it through. A group of these enraged beasts managed to get past our defenses. Yes, we fought and defeated them. But how did they make it through? My men are exhausted. We killed some of them, but we were overrun. Our situation is getting more and more desperate. I don't suppose I need to warn you about the dangers of this road. Actually, that is why we're here. Governor Burren sent me. He wants us to find a group of trackers. And I hope that he'd sent you his reinforcements. Silly me. It looks like all we're good for is dying to protect his bloody city. But you wanted to ask me something. Like I said, Governor Byrne is hoping that I can find a group of trackers, with your help. I'd like to see you try. Indeed, I was ordered to send out a party of scouts, which I did, despite our losses. They were supposed to find the bastard who's been sending us these critters. One of those savage sorcerers, no doubt. Rechte Faust. Can you tell me which way they went? Sorry, Your Excellency, I won't tell you anything until I receive some help. You have to understand, I hope that these men are alive. They are also under my command. But those who are here with me now are my main preoccupation. And as we speak, they're dropping like flies. Not to mention the fact that if this outpost falls, there won't be much left to protect the city. So you can go and tell the governor that if he wants me to help you, he will have to help us first. Schau ihm tief in die Augen und wir hoffen, der Würfel... I understand that your situation is desperate, that you want to take care of what appears most urgent. But it's not simply about me saving a few men. It's about stopping these attacks once and for all. By getting to their root cause, I intend to put an end to it. And then any help you hope to receive won't be needed any longer. You're right. I'm sorry, these attacks have made me lose my nerve. I don't know what I'm saying. They went towards the west, where the rebels are most numerous. Are you talking about the Danaa Exregal? If you like. The governor is certain that these savages are behind the attacks. Echte Faust. So I sent my men to find their camp. This isn't the first time that we've tried to find them. But now our survival depends on it. I see. Well, thank you, Captain. I'll try to find your man and put an end to all this. Good luck. And if my men are alive, send them back here, will you? You can count on me. Nein, ich schicke sie an den Strand zum Urlaub machen. Ja, was denkst du, was ich mache? Über die verschwundene Fracht sprechen, was? Could you tell me again what it is that you expect from me? We were supposed to receive a shipment of ammunition and medicines, but we're still waiting for it. If you can bring it to me, we would at least be able to heal ourselves and have enough bullets to sustain these assaults. Do you know where this material came from? From your city, New Serene. The caravan transporting it was supposed to pass through here 2 days ago. It must have been attacked. But with a little bit of luck, its cargo should still be intact. Very well. I will retrace the path. It shouldn't be too difficult to find it. The three of you won't be able to bring the crates back by yourselves. Two of my men will accompany you. Please, hurry. Without them, we're even less likely to hold. We're departing right away. Hilf dem Außenposten. I must go. Goodbye, Captain. Goodbye, Your Excellency. Das wäre wohl die Variante gewesen, wenn die blauen Augen nicht geholfen hätten. Haben sie aber mal wieder, ein ums andere Mal. Wir haben schon sehr, sehr lange keine Charisma-Probe mehr verkackt, was bei meistens 100% Wahrscheinlichkeit auch irgendwie schwierig ist. Hier hätte es passieren können, aber der Würfel war gnädig. Dennoch haben wir hier die Karawane und können da vielleicht noch irgendwie was machen. Nebenbei. Und reisen müssen wir woanders hin, wegen der Eingeborenen. Die gar nichts dafür können. Was ist denn hier los? Na du? Soldiers, are you the ones who are supposed to help me search for the caravan? Yes, Your Excellency. We're ready to leave as soon as you wish. Hochmotiviert. I'm ready. Let's go. We'll follow you. Ja, ich weiß zwar nicht, was ich machen soll. Ah ja. Wir suchen nach
brünftigen Andrix, so hieß das, glaube ich, genau. Aber vor allen Dingen auch nach Cargo, Fracht, Bullets, Munition und irgend sowas. Oh, er sieht ja aus. Ich bin schneller als der Schafbock. Hehehe. Tracks of a heavy carriage. They must belong to our caravan. Let's take a closer look. Was? Hier. Spuren. This looks like the place the carriage left the road. There are also some animal prints. They were being chased. They must have tried to escape them by taking the small path. Let's follow them. Hmm. The small path. Eine Kiste? I hope those who are accompanying the caravan are still alive. You have witnessed the violence of the attacks we are sustaining. They must all be dead. I'm more worried about the potions. If they're broken. Guck, hier sind noch Flaschen da, also ganz. Die waren auch gut in Stroh gewickelt. Ja, warte mal. Hm. Nebeltrank. Mit einem Nebeltrank kann man guter schleichen. Ich sollte Urlaub machen, ganz dringend. Besser schleichen. Ja, Schnauze da hinten. Ich versuche hier zu schleichen. Be prepared. Ja. Mach dein Auge zu, dein eines Auge. To my help and death to the others. Oh, das ist Hauptgegner. Und der ist rollig. Huh. Oh, die Schränke sind nicht schlecht. Scharfe Reißzähne, Gallen. Oder? Galle, komm, deine will ich haben. Nein, keine Galle. So, hier. They're all dead. They were torn to shreds. But the cargo is still here, and it looks like it's in good condition. As for the carriage, it's damaged. And without it, we'll have a hard time transporting this to the outpost. It'll take a bit of work, but I should be able to fix that. Make it quick. I'm afraid that the beasts may not give us a lot of breathing space. Mhm. Reparieren Handwerk Level 2. There. It's a makeshift repair, but it should be enough to reach the outpost. We'd do well to depart now. Dragging this carriage won't be easy. Let's go. An attack could happen soon. Here you are. I don't know how to thank you. Our cargo has finally arrived. With this ammunition, we'll be able to hold back the assaults, and the medicines have already given a boost to three of my men. It wasn't an easy task, so I'm pleased that all this has been useful to you. Here, take this. This is all I can offer to thank you, but I give it gladly. Thank you, Captain. Goldmütze und Brückenallianz Ruf plus 2 gehen. I must go. Goodbye, Captain. Goodbye, Your Excellency. Mhm. Ich mag das, Your Excellency genannt zu werden. Mhm. So, jetzt haben wir aber eigentlich nur was gemacht, was wir gar nicht hätten machen müssen. Das war die Alternative zu den blauen Augen. Aber wir wollen ja ein bisschen Ruf bei denen noch sammeln. Es gibt noch eine Errungenschaft, guten Ruf mit Brückenallianz, die habe ich noch nicht. Jetzt würde ich aber... Oh nein, der ist auch rollig. Hier ankommt! Oh! Kurt, ich tritt hier mit die Flanke. Schön. Da sage ich danke für die Flanke. Okay, wir müssen da die Karte wechseln, weil wir irgendwie in einem anderen Gebiet nach dem Rechten schauen sollen. Na? Schleichangriff im abgelegenen Wäldchen?
Move away! Things are about to get dicey! Sabor, Seoa nicht voll. Wieder ein Rubin. Krass. Irgendwie an der Stelle habe ich zweimal einen Rubin bei Viechern gefunden. Ist das Zufall? Ich finde sowieso komisch, dass Wildtiere einen Rubin dabei haben. Das ist nicht wirklich logisch. Es könnte aber ein Random Drop sein. Ein sehr, 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 sehr randomiger Random Drop. Aber dann zweimal an der gleichen Stelle ist auch... Also, ja. Ihr versteht, was ich meine. Und wir gehen in Richtung Magaswar. Tal der großen Schlacht findet die Speer im dicke Wiesenlager. Ihr lauft durchs eigene Lager. Ich habe aber gerade nichts zu tun hier. Drum geht's weiter zum dicke Wiesenlager. Da ist irgendwo ein Dicker, bestimmt. Oder irgendwas Besonderes. Aber das schauen wir uns jetzt an im nächsten Teil. Bis dahin.